Schweinebauch ist halt vor allen Dingen in asiatischen Kulturen bei weitem das begehrteste Stück vom Schwein. Also das wird gerade in China historisch geradezu kultisch verehrt. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel China oder China und Thailand an. Magere Schweinefleisch essen eigentlich wenige Leute. Gell? Die meisten Leute essen Schweinebauch. Fett ist der Geschmacksträger und jeder isst gerne auch Bauchfleisch. Weich, fett und knusprig. Das Bauchfleisch. Der Spanier, ein Kümmelbraten, ist halt die richtige Kruste dazu. Wenn die schief geht, dann hat der Kümmelbraten keinen Sinn. Vom Umgang mit einem unterschätzten Teilstück. Ernst Weber berichtet. Wenn im Gasthaus Schank zum Reichsapfel am Wiener Karmeliterplatz der Wecker läutet, eilt Günter Rogatschnik in die Küche. Zeit, den Kümmelbraten umzudrehen. Zweimal pro Tag schiebt der Gastronom Bauchfleisch und Schopfbraten ins Backrohr. Also insgesamt jeden Tag zwischen 8 und 15 Kilo, je nach Reservierungslage. Kümmelbraten, ob warm oder kalt, ist wichtiger Bestandteil der heurigen Kultur, auch in Wien. 50 Minuten gartet das Bauchfleisch bereits mit der kreuz- und quer geschnittenen Schwarte nach unten in etwas Wasser. Günter Rogatschnik dreht die Stücke um und begießt sie mit Flüssigkeit. Kommt jetzt nach 50 Minuten, kommt jetzt dunkles Bier drüber. Das ist wie in der Süße im Bier drinnen. Das ist auch für den Bratensaft das Wichtige, der dann abgesäht wird am nächsten Tag. Und alles sehr behutsam. Dann nehmen wir frischen Kümmel. Der kommt jetzt auf die Bauchseite, verteilt drauf. Nicht sparen mit dem Kümmel, das ist das Wichtige. Auch auf die richtige Temperatur im Backofen legt der Gastronom Wert. Zu Beginn reibt er das rohe Bauchfleisch mit Salz ein. Dann mache ich eine Knoblauchpaste, schmiere es ein bisschen mit Knoblauch auf beide Seiten ein, lege es mit dem Bauch nach unten in ein Backblech mit 2-3 cm normales Wasser. Ohne Gemüse, ohne Zwiebeln, ohne irgendwas, was mir ganz wichtig ist. Und dann habe ich halt verschiedene Garstufen. Die erste ist bei 210 Grad. Für 20 Minuten, dann gehe ich runter auf 180 für 30 Minuten. Dann wird er umgedreht, so wie du es jetzt gesehen hast, mit dunklem Bier übergossen, mit frischem ganzen Kümmel. Und dann kommt er für 90 bis 120 Minuten wieder rein ins Rohr, je nach Größe. Und dann kommt es zum Gratinieren. Naja, bei uns gilt es seit den 60er Jahren ungefähr als ungesund, weil fettes Fleisch. Und das mag jetzt vielleicht stimmen, aber er war zu allen Zeiten und ist noch immer bei allen anderen Kulturen das begehrteste Stück vom Schwein, weil es das aromatischste Stück ist. Michael Langoth ist Fotograf, Kochbuchautor und Gründer des Foodblogs Kochgenossen. Und durch die Fetteinlagerungen man es auch wunderbar garen kann. Ne? Das heißt, es ist umgekehrt als beim Rindfleisch. Beim Schwein ist eigentlich einer der minderwertigsten Teile der Lungenbraten, der ganz mager ist. Also der kann wirklich staubtrocken werden, wenn man zu lange brät. Ja. In seinem Foodblog hat Michael Langoth dem Bauchfleisch einen Artikel gewidmet mit dem Titel Kommandosache Schweinebauch. Er hat in Europa und Asien verkostet und recherchiert, wie verschiedene Kulturen das fetteste Teilstück des Schweins kultivieren und zelebrieren. Also es gibt in Taiwan, im Nationalmuseum, das ein großes Kunstmuseum auch ist, also durchaus mit dem Louvre in Europa vergleichbar, gibt es eine Skulptur, einen gefundenen Stein, der genau wie ein Stück gedämpfter Schweinebauch ausschaut. Dieser Schweinebauch hat dort eine eigene Halle und ist ausgestellt wie die Mona Lisa in Europa. Also sozusagen eines der wichtigsten Kunstwerke der chinesischen Kultur. Das zweite ist übrigens ein Chinakohl aus Jade. Außerhalb des Nationalmuseums von Taipei, in Restaurants und Garküchen, wird Bauchfleisch in Suppe gekocht, gedämpft, gebraten, gegrillt und geschmort. Der Klassiker ist ein ganz weich gedünsteter Schweinebauch in Würfelform mit der Haut, der fast wie ein Pudding ist, so weich. Also den könnte man fast mit Löffel essen. Dann gibt's den berühmten rot geschmorten Schweinebauch. Das war auch das Lieblingsessen von Mao Zedong. Dem hat er immer gesprochen, seine Kraft und Männlichkeit kriegt er dadurch, dass er jeden Tag dieses Gericht isst. Es gibt auch Zubereitungsarten, wo der Schweinebauch extra ein bisschen chewy, ein bisschen zäh gemacht wird, weil das für die chinesischen Esskulturen eine Qualität ist. Auf Englisch nennen sie es chewy, also man hat was zu kauen.
und fast Autoreifenkonsistenz kriegt, was bei uns ganz verböhnt ist, dort aber sehr beliebt ist. Der rot geschmorte Schweinebauch erhält die rötliche Farbe übrigens durch Reiswein und dunkle Sojasauce. Für den würzigen Geschmack sorgen Ingwer, Knoblauch, Sternanis, Sichuanpfeffer, Chili und Zucker. In Asien ist fast immer Zucker dabei, was dann auch der Kruste zugute kommt, also eine süße Komponente. Ja. Im Restaurant Yao Yao im Einkaufszentrum Europark in der Stadt Salzburg. Der chinesischstämmige Gastronom Yao Yao Hu hat mehrere Gerichte mit Schweinebauch auf der Speisekarte. Etwa im Tontopf geschmorter Schweinebauch namens Dong Po. Dong Po ist eigentlich ein Name, eine berühmte Gedichter. Seine Lieblingsessen ist Bauchfleisch. Und deswegen, das ist eine Spezialzubereitung. Die Haut, die Schwarte wird dann in der Wok, also trockene Wok, wird die Schwarte so rösten, bis das Kruste kriegt. Und dann wird lange geschmort mit der Gewürze, so wie Zimt oder Sternanis. Ja, da ist eine Sojasauce, Reiswein und so lange reduzieren, bis der Saft reduziert ist. Und so servieren wir auch gemeinsam mit dem Fleisch, die Soße. Das Fleisch wird bis zu 5 Stunden sanft im Tontopf geschmort, nimmt Geschmäcker von Soße und Gewürzen auf und ist butterweich. Neben Gerichten aus der Fusion-Küche, Speisen, die dem europäischen Geschmack angepasst sind, hat Yao Yao Hu authentische chinesische Gerichte auf der Karte. Geschmorte Schweineohren und Kutteln, gedämpfte Hühnerkrallen und Schweinezunge, geschmorter Schweinebauch mit Dampfbrötchen. Befreundete Gastronomen haben ihm abgeraten, Gerichte wie Schweinebauch auf die Karte zu setzen, erzählt der Gastronom. Das würde man in Österreich selten bestellen, so ihr Argument. Yao Yao Hu ließ sich nicht abhalten. Also wir haben einfach getraut, anzubieten. Wir haben ein Strohschwein, österreichisches Strohschwein. Und das ist Top-Qualität. Und wir haben gesagt, wir probieren es. Wenn die Leute nicht isst, dann können wir immer noch aus der Karte rausgehen. Und seit wir auf den Karten haben, immer mehr Leute haben diese Bauchfleisch bestellt. Also mittlerweile am Tag 15 bis 20 Portionen verkaufe ich immer. Sogenannte Strohschweine wachsen in Ställen auf, die großzügig mit Stroh ausgelegt sind, in dem sie wühlen können. Yao Yao Hu hat unmittelbar neben seinem Restaurant Yao Yao ein zweites Lokal eröffnet, das Yaoko. Im Yaoko gibt es traditionelle asiatische Streetfood-Gerichte, etwa knusprigen Schweinebauch im Stil der kantonesischen Küche Hongkongs. Bei uns nennen wir also knusprige Bauch. Und es wird der ganze Bauch, einen Tag davor, wird er dann Haut sauber geputzt und dann wird er eingestochen und dann wird Grobsalz eingerieben und dann wird er Luft getrocknet über Nacht und dann am zweiten Tag wird er erst in den Ofen geschoben, gebacken. Und dann kriegt er auch so Kruste, aber das ist ohne Soße serviert, gell? Ist man so einfach trocken. Das ist wenn man in der Chinatown sieht man sehr oft, gell, so ein riesiges Stück Bauchfleisch. Und das ist dieser knusprige Bauch. Ja. Meistens wird er mit Reis gegessen. Wir nennen das Gaifang. Gaifang heißt Reis mit einer Gerichte. Und meistens wird er unten ein bisschen Reis und dann knusprige Bauch wird er stückweise geschnitten und auf der Reis drauf und ein bisschen Pak Choi und fertig ist so eine Mittagsgerichte. Generell werden in China, Thailand oder Vietnam, wo man Schweinebauch liebt, kleinere Fleischportionen als in der österreichischen Küche gegessen. Eine Scheibe weich geschmortes Bauchfleisch gehört auch in die japanische Nudelsuppe Ramen. Yao Yao Hu bereitet sie in seiner Schauküche mit selbstgezogenen Nudeln zu. Das wird der Bauch zusammengerollt und dann wird er auch in der Soße langsam gegart, also niedere Temperatur. Das dann sollte, wenn es ins Mund eine gibt, dann sollte zerfallen. Ja? Und so werden wir auf der Ramen auch angeboten. Serviert werden Ramen, Dong Po, knuspriger Schweinebauch und Co. übrigens mit Unterstützung von Service-Robotern. Wegen Personalmangels und um die Preise der Gerichte niedrig zu halten, hat sie Yao Yao Hu in seinem Street-Food-Restaurant eingeführt. Serviertischchen auf Rädern, die Speisen und Getränke zu den Tischen fahren. Die Gäste tippen ihre Bestellung auf die Anzeigetafel des Roboters.
Ich bringe ja noch schnell die Bestellung. Ja, zum Beispiel, ja. Hallo. Ja, hier nehmen wir wieder die Speise unter. Brav zusammen essen, dass das Wetter schön wird. Und, aber das kann natürlich nie einen Menschen ersetzen. Das sind nur unterstützende Tage. Bei der Zubereitung von Bauchfleisch werden häufig eine Kombination von zwei Gartechniken eingesetzt, sagt Foodblogger Michael Langoth. Es ist beim Schweinebauch in fast allen Kulturen kommt ein vorheriges Köcheln oder Dämpfen zum Einsatz. Auch bei unseren klassischen Wirtshauskümmelbraten wird der zuerst einmal gekocht und dann gebraten im Rohr. Man kann ihn aber auch wunderbar grillen. Also da gibt es gerade sehr gute koreanische Konzepte. Und auch in Südkorea unterscheidet man, da gibt es nicht nur eine Sorte Schweinebauch, sondern die unterscheiden je nach Region des Bauchs verschiedene Fleischsorten, die auch verschieden zubereitet werden. Und diese Länder haben auch die raffiniertesten und besten Zubereitungsarbeiten für den Schweinebauch. Ganz gleich, auf welche Art das fette Teilstück zubereitet wird, wichtig ist Fleisch von guter Qualität. 6,50 Euro Schweinebauch aus dem Supermarkt würde ich nicht verwenden. Das ist auch sehr problematisch. Der zerfällt dann, obwohl er trotzdem hart bleibt. Es gibt Teile, die dann trocken geraten. Also gerade für einen Schweinebauch sollte man sich auf gute Bioqualität besinnen. Und auch dieses fleischbetonte Essen und viel, viel Schweinefleisch wird künstlich aufrechterhalten durch diese Misere der Vermarktung von Schweinefleisch, dass Billigfleisch halt so gefragt ist. Auch Günter Rogatschnik vom Wiener Gasthaus Schank zum Reichsapfel legt viel Wert auf gute Fleischqualität. Das Schweinefleisch, das er verwendet, stammt von Tieren, die in kleinen Betrieben in Niederösterreich aufwachsen. Speck und Wurst bezieht er aus seiner Heimat in Kärnten. Der Gastronom kontrolliert den Kümmelbraten im Ofen. Es ist Zeit, ihn zu gratinieren. Mit Oberhitze und einem Trick sorgt er für eine gleichmäßig knusprige Schicht. Ich bin auch am Anfang verzweifelt. Das Problem ist beim Bauchfleisch, dass er meistens einen Buckel hat, wie man so schön sagt. Und wenn man es gratinieren geht auf eine gewisse Gasstufe, dann verbrennt er in der Mitte und auf der Seite bleibt er lätschert, wie man so sagt, gummimäßig das Ganze. Die haben mir gedacht, das muss doch möglich sein, dass er komplett eben gratiniert ist und geploppt ist. Da habe ich mir einen kleinen Trick angewendet. Ich habe mir Porzellanfiguren bauen lassen in verschiedene Größen und wenn es zum Gratinieren kommt, schiebe ich kleine Porzellanfiguren unter das Bauchfleisch rein, damit er komplett eben reinkommt ins Rohr. Und dann ist es halt eine Geduldfrage, diese 10 bis 20 Minuten, Gefahr, dass er nicht verbrennt oder nicht richtig durch ist. Wichtig ist, dass die Kruspel hart ist, aber auch weich ist zum Beißen und das Fleisch dazu weich ist. Beim Grillen sollte man den Kümmelbraten nicht mehr aus den Augen lassen, empfiehlt Günter Rogatschnik. Na, das ist mit Oberhitze zu arbeiten, ist das Grillen von oben. Das macht man zwischen 200 und 220 Grad auf der unteren Stufe am besten, wo man beobachten kann, wie er sich entwickelt. Er fängt zum Ploppen an, was ein schönes Geräusch ist. Wenn ich nachschaue, setze ich auch meine Brillen auf, wenn mir fast einmal so eine Fettploppe ins Auge gespritzt wäre beim Ploppen. Aber man sollte den Braten einfach in Ruhe lassen, in Ruhe entwickeln lassen, die ganze Kruste. Also ich habe da schon eine gewisse Erfahrung jetzt nach 10 Jahren. Ich weiß ganz genau, wann ich reinschauen muss und da ist er fertig. Und wenn man das Ergebnis sieht, das freut natürlich Gäste auch wieder, weil er so schön gratiniert und geploppt ausschaut und meine Kruste so wunderbar sein sollte. Aber meine Gäste sind begeistert. Wenn etwas übrig bleibt, was selten vorkommt, sagt der Wirt, verwertet er den Kümmelbraten auf unterschiedliche Weise. Was halt nicht der Fall ist, dass oft das übrig bleibt. Wenn das übrig bleiben sollte, dann kommt er kalt auf der Brot drauf mit Senfgren und Mille Pfefferoni. Wenn vom Braten ein bisschen mehr übrig bleiben sollte, dann machen wir draus unsere Bratenknödel. Das heißt, vom Schopfbraten, Gesicht und vom Kümmelbraten werden Abschnitte gesammelt, klein gehäckst, ja, mit Gewürze versetzt, dann in kleine Kugel geformt, dann kommt es in den Erdäpfelteig rein auf einen warmen Rieslingkraut, was auch sehr beliebt ist unserer Gäste. Oder wenn noch ein bisschen mehr übrig bleiben sollte, machen wir unsere Bratenkröstel. Das klassische Kröstel, aber sonst unsere Bratenabschnitte. Weich, fett und knusprig. Ernst Weber hat über den Umgang mit Bauchfleisch berichtet. Und nun noch zu einem Getränk mit großer Geschichte, wenig Gegenwart und zwei Menschen, die sich dafür engagieren. Kostnotizen. Mein Name ist Rita Takaro, ich bin Ungarin. Ich stamme aus dem großen Tiefebene Ungarns,
aber arbeite ich schon seit 2006 mit Tokaja Winzern zusammen. Mein Name ist Lenz Maria Moser, komme aus der Familie Lenz Moser aus Rohrendorf bei Krems. Großvater war unser großer Checker, mein Vater der erste Bio-Winzer. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, in die große, weite Welt zu gehen und interessante Weine zu machen. Von denen es einige aus verschiedenen Teilen der Welt gibt. Zum Beispiel betreue ich ein ganz tolles Weingut aus China. Namens Chateau Changyu Moser 15. Mache mit meinem Freund Markus Huber den New Chapter, einen grünen Veltliner der neuen Art. Und heute geht es um Tokaj, um trockene Tokaj-Weine, aber vor allem um den Asu aus dem Jahre 2013. Mit der Firma und Marke Lenz Moser hat Lenz Maria Moser im Übrigen nichts mehr zu tun. Rita Takaro und Lenz Moser geht es um die Wiederbelebung der Weine aus der legendären, aber völlig aus der Mode gekommenen Region Tokaj im Nordosten Ungarns. Die Rita und ich kennen uns seit über 8 Jahren. Wir haben uns bei einer Firma, die heißt Grand Tokaj, in Tokaj kennengelernt. Das ist das ehemalige Bohrkombinat oder was übergeblieben ist. Ist ein Staatsbetrieb und ich hatte damals ein Mandat zur Beratung und die Rita war im Marketing tätig. Da haben wir uns kennengelernt und haben gesagt, irgendwann, wenn die Zeit reif ist, würden wir gerne mal ein Projekt gemeinsam starten aus Tokaj, um Tokaj wieder zu altem Glanz zu führen, so wie es früher mal war. Und wir wollen ein Teil dieser Bewegung sein. Wie ich erzählt habe, ich arbeite schon seit langem mit Tokaja Winzer und ich war ein Insider. Aber als ich Lenz kennengelernt habe, ich habe bemerkt, ich brauche diese Energie von draußen und Lenz könnte uns helfen, die Tokaier Weine international ein bisschen mehr bekannt zu machen. Der Startschuss fiel vor 3 Jahren. Es war Covid und China war damals ein bisschen schwierig, das ist bekannt. Und ich hatte ein bisschen Kapazität. Dann sind wir nach Ungarn gefahren, nach Tokaj gefahren und haben gleich auf Anhieb einen sehr, sehr guten Partner gefunden, mit dem wir dann in Summe dann mittlerweile 3 Weine machen, 2 trockene und 1 süßen. Das Grundproblem der Tokajer Weine bringt Lenz Maria Moser in einem Satz auf den Punkt. Tokaj kennt jeder und trinkt keiner. Das ist die ganz einfache Formel, die Rita und ich immer wieder erleben. Und um das ein bisschen aufzubrechen, haben wir gesagt, wir wollen 2 Dinge tun. In erster Linie haben wir uns mit trockenen Weinen auseinandergesetzt und da wiederum mit der Sorte Furmint, weil das ist der grüne Veltliner von Ungarn und damit auch von Tokaj, Hauptsorte dort. Und haben gesagt, nachdem die Nachfrage dann nach einem Süßwein so stark war, haben wir gesagt, jetzt wollen wir dann was ganz Besonderes suchen, weil den Wein machen nicht wir selber, sondern da haben wir uns mit einer Firma verbunden, die das schon seit Jahrzehnten macht und den haben wir jetzt zusätzlich ins Programm genommen. Ja, und eigentlich Tokaj ist berühmt wegen Süßweine in erster Linie. Also wir haben eine ganz traditionsreiche Geschichte, Weingeschichte in Tokaj und das ist wirklich wie ein Schatzkammer, dem eigenartigen Terroir und alles, was dort bieten kann, für solche hochklassifizierte Weine zu produzieren. Tokaj ist süß im Kopf von Weinliebhaber. Aber die trockenen Weine sind auch immer mehr bekannt und wir wissen und wir glauben, dass die Rebsorte Furmint wirklich super tolle Premium-Weine produzieren können. Ich sage immer, der Furmint ist genau auf der Halbscheid zwischen Grüner Veltliner und dem Riesling. Er hat gewisse Elemente von beiden, aber ist trotzdem eine sehr, sehr starke, eigenständige Sorte, die gar nicht so leicht zu machen ist, muss man sagen. Aber sie ist auch sehr vielseitig und sie kann trocken sehr gut, weil sie eine sehr belebende Säure hat. Und genau diese Säure braucht man auch beim Süßwein, denn nur süß wäre fad. Aber wenn du das mit einer wunderschönen, belebenden Säurestruktur vereinbaren kannst, und das ist in den meisten Süßweinen aus Tokaj der Fall, dann hast du einfach etwas, was du auch trinken kannst und nicht nur kosten kannst. Der Blick auf die Etiketten der 3 Weine offenbart, je nach Aussprache, eine Art Wortspiel. Das Projekt heißt Mad Moser. Das kommt aber nicht vom Mad Moser, so könnte man es natürlich im englischsprachigen Raum aussprechen. Wir spielen auch ein bisschen damit, das ist bewusst so. Aber Mad kommt ursprünglich aus unserem Anfängen aus der Gemeinde Mad. Das muss man sich so als ein kleines wehrhaftes Dorf in Tokaj von 35 Dörfern in Summe vorstellen, so wie Asterix. Das kleine Dorf, das gallische Dorf, so stellt man sich das vor, weil die sind immer gegen alles und wissen alles besser und sind auch wirklich die Besten. Und deswegen wollten wir auch Teil dieser kleinen Gemeinde sein, obwohl wir natürlich in ganz Tokaj tätig sind. Und wir haben diesen einen Wein, Mad Moser,
555 getauft. Wir sagen 555 dazu, weil es gibt den trockenen einfachen und den trockenen im Barrique gelagert, die sind jeweils 5 und 55. Ich spiele halt immer mit 5, als Lenz der Fünfte, sei mir das verziehen. Aber das Neue an diesem Wein ist, diesen Wein haben wir zugekauft im Sinne einer Partnerschaft, weil wir den Wein nicht selber machen. Also machen ist ziemlich kompliziert. Und daher haben wir gesagt, wir wollen aber was ganz Spezielles, denn Asu ist für uns beide und auch für den Kenner erst so ab 10, 12, 15 Jahren wirklich was Feines. Am Anfang ist er sehr, sehr gut, aber er ist sehr eindimensional. Asu braucht die Lagerung wie kein anderer Wein. Und deswegen haben wir uns mit Grand Tokaj verbunden. Wir machen so ein Double Branding, wenn man so will. Und dieser Wein ist ein 6 Putonosh Tokaj Asu. Was bedeutet die höchste Qualitätsstufe. Und dieser Wein ist ein super Beispiel von einem außergewöhnlichen Jahrgang 2013. Von dem gibt es 4000 Flaschen und er ist bereits in 2 Londoner 3-Sterne-Restaurants gelistet. Vom 2017er wird es dann nach 10 Jahren Reifung 30.000 Flaschen geben. Bei den trockenen Weinen startet das erst 2 Jahre alte Projekt Mart Moser mit 25.000 Flaschen beim einfachen MM5 und 4.000 Flaschen beim komplexeren MM55. Der 5er kostet um die 20, der 55er kostet um die 40, 45 und der kostet unter 100. Und wie man hört und wie wir an der Statistik sehen, bewegt sich auch was. Und das ist das Feinste überhaupt, dass das österreichische Publikum sich jetzt nach langen Jahren der Abstinenz auch wieder für ungarische Weine interessiert. Vor allem aus der Region Tokaj, weil das ist halt die Krone und die Perle Ungarns, wenn es um Weinmachen geht. Der mit unter 100 trägt die Bezeichnung Mart Moser 555 auf dem Etikett und wird eher glasweise als flaschenweise genossen und mit enormem Aufwand produziert. Also ich kann ein Beispiel geben, dass ein Erntehelfer am Tag so eine Steige mit 20 Kilogramm Beeren sammelt. Maximum 10, sorry, ich muss dich korrigieren. Ja genau, 10. Von den Asu-Beeren. Ja, von den Asu-Beeren, ja maximal 10, ja genau, habe ich verwechselt. Und das kostet quasi den Arbeitslohn eines ganzen Tages. Dann kommen noch die Beeren dazu. Und nachdem man ja das nach Kilo macht, kann man sich ungefähr Kilopreise vorstellen. Also die Herstellung ist extrem teuer. Und dazu kommt noch das Verfahren an sich, das Einmeischen, das Abpressen, das Lagern im Holzfass. Er muss ja ein paar Jahre liegen, bevor er dann überhaupt am Markt kommt. In unserem Fall ist er Gott sei Dank schon 8 oder 9 Jahre auf der Flasche gelegen, damit er sich findet und schön nachreifen kann. Und der Wein fiel auch schon bei hochkarätig besetzten internationalen Verkostungen auf und bekam anerkennende Worte von der renommierten britischen Weinjournalistin Chances Robinson. Ah. Peter, magst du mal den probieren und mal ein bisschen beschreiben, bitte? Ja. Also, der Tokaj Asu ist eigentlich, ich glaube, der komplexeste Süßwein-Typ-Kategorie der Welt. Das ist sehr hohe Fruchtintensität der Wein hat und ist eigentlich ein Fruchtbombe. Ja, er belebt, das fasziniert mich am Tokaj, seitdem ich ihn kenne, immer wieder. Und das kam auch bei einer Verkostung, die wir im März mit auch unter dabei sind von Jensis Robinson und sie sagt, was ihr so gut gefällt an diesen Weinen, dass sie einfach die lebendigsten Süßweine sind, die es gibt auf dieser Welt. In der Blindverkostung, wenn du sie gegensetzt gegen alle anderen, dann stechen sie einfach raus, weil das ist das, was die Rita sagt, dieses herrliche Spiel zwischen Säure und Zucker und einem relativ geringen Alkohol von nur 10 ist unglaublich viel Spannkraft und Leben drinnen. Und ich habe immer einen Asu im Kühlschrank und am Abend heimlich, still und leise, wenn ich ein gutes Buch lese, dann schenke ich mir noch ein Glasl ein und dann bin ich fast im 7. Himmel, weil es wirklich so ein schönes Nightcap auch ist. Also so verwende ich das zum Teil. Ja, ich trinke ihn meistens alleine, weil es auch alleine sehr, sehr schön zu genießen ist. Kostnotizen von Alexander Bachel. Nächste Woche an dieser Stelle dreht sich alles um einen kulinarischen Wettkampf in Lyon. Das war Moment Kulinarium, Moderation Katrin Wimmer.